Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem neuen Bed Wars-Video. Heute spielen wir Ultimate Bed Wars. Für die von euch, die nicht wissen, was das ist, im Prinzip einfach Bed Wars mit Kids. Wir haben hier mehrere Kids, die man sich auswählen kann oder aussuchen kann. Und wir brauchen hauptsächlich heute zwei Stück. Einmal das Kangaroo-Kit, damit können wir Doppelsprünge machen. Und das Gatherer-Kit, denn damit können wir Dias und Emeralds duplizieren. Das wird richtig krass. Wir versuchen nämlich jetzt, so viele Emeralds und Dias wie möglich zu bekommen und dann einfach den heftigsten OP-Stuff zu haben. Alle Upgrades vielleicht sogar, wenn es geht. Und dann so viele Emeralds noch wie möglich. Als allererstes nutze ich aber das Doppelsprung-Kit, damit wir unsere Nachbarn schnell eliminieren können. Und danach geht es dann direkt weiter mit dem Duplizier-Kit. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Der kommt schon mal hier rüber und hat Range-Hack anscheinend. Nice. Oh. Okay, unser Bett ist schon mal weg. Das ist nicht gut. Jetzt bin ich allein und muss hier irgendwie versuchen, die zu killen. Das wird auf jeden Fall schwierig. Gehen erstmal auf ihn hier. Tschüss. Aber man kriegt keinen Fallschaden hier. Das heißt, er stirbt nicht. Das ist auch schon der nächste. Aber wir gehen direkt rüber und kicken ihn runter. Ciao. Bett ist weg. Dann gehen wir ganz sneaky in den Spawner rein. Komm, bitte. Respawnt er. Oh, der ist schon hier. Ich hasse das. Man ist am Anfang immer unsichtbar, wenn man hier respawnt. Der ist down. Es lebt nur noch sein Mate. Okay, das wird eine richtig intense Runde jetzt. Ich wechsle aber schon mal das Kit. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das noch nie benutzt. Wir haben auch so eine Portable Ender Chest. Das ist auch ganz cool. Das heißt, wir können durchgehend einfach Items in die Ender Chest packen. Muss natürlich wieder anfangen, Wege hier zu bauen. Das ist ein bisschen weird. Aber naja, wir gehen erstmal hier hin. Und 8 Dias direkt. Das ist so nice. Dann kommt er runtergesprungen. Tschüss. Auf Wiedersehen, mein Freund. Und jetzt müssen wir uns hochfahren. Aber wir gönnen uns natürlich erstmal Sharpness und Protection, um so einen kleinen Start hier zu haben, so einen kleinen Boost, um nicht direkt zu sterben. Jetzt ist hier direkt Team Grün. Ich hoffe, die Runde endet nicht zu schnell. Ich will nicht aus Versehen die Runde gewinnen. Was soll das? Weil der hatte schon kein Bett mehr. Es ist halt extrem ärgerlich, dass wir jetzt kein Bett mehr haben. Ansonsten könnten wir jetzt ordentlich das Kit hier ausnutzen, weil die Portable Ender Chest bringt mir natürlich jetzt gar nichts mehr. Und hier wurden alle Emeralds schon gelootet, leider. Wir haben jetzt zwei. Hier ist keiner. Und hier ist auch keiner. Die wurden echt alle gelootet. Aber wir können kurz hier vorne rübergehen und hier die Dias uns klauen. Zack, da war nur einer, glaube ich, drin. Jetzt spawnt hier ein Emerald. Her damit. Noch mehr Emeralds. Und noch mehr. Wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit 10 Emeralds bekommen und 14 Diamanten. Das ist einfach nur krass. Wir haben jetzt schon Protection 3 einfach. Dann machen wir noch die Noob-Taktik, holen uns Dia-Rüstung und einfach noch eine Enderperle mal ganz schnell, damit ich hoffentlich nicht so schnell sterbe. Denn die anderen haben natürlich alle einen Doppelsprung-Kit oder ähnliches. Also ich glaube, das Doppelsprung-Kit ist das, was die meisten benutzen. Und da müssen wir einigermaßen mobil sein, damit wir nicht sterben. Also die Enderperle brauchen wir. Und ich habe noch eine Menge Upgrades, die ich mir holen will. Und noch einen weiten Weg vor uns. Eigentlich wollte ich auch mein Bett mit so 5 Obsidian-Schichten gefühlt einbauen, aber mein Bett ist weg. Protection 4. Und wir können uns direkt noch eine Enderperle kaufen. Oder will ich mir was anderes holen? Wir holen uns mal Bridge Eggs. Und dann noch ein Unsichtbarkeitstrank, ganz wichtig. Es lebt auch schon noch Team Rot und Pink. Die Runde geht zu schnell. Team Rot hat noch ein Bett und Team Pink ist gerade gestorben. Ich bin der Letzte. Okay, mal gucken. Wir haben jetzt OP-Stuff. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine Runde und versuchen uns da richtig gut zu equippen. Beziehungsweise wir sind ja jetzt schon richtig gut equipped. Nächste Runde versuchen wir vielleicht alle Upgrades zu bekommen. Ist halt schwierig, weil die Runde muss lang genug dafür gehen. Jetzt machen wir das aber erstmal so. Oh boy, der ist schon hier. Ich habe OP-Stuff. Ich habe jetzt wieder das Kit genommen mit den Doppelsprüngen. Und das heißt, wir müssen jetzt eigentlich easy hoffentlich auch einen 1 vs. 2 gewinnen können. Da ist auch schon der nächste von denen. Jetzt sind sogar beide hier, aber den sollten wir eigentlich auch bekommen. Zack. Wieso habe ich mir eigentlich kein Dia-Schwert gekauft? Wird mir gerade klar. Das war ja richtig dumm. Okay, wir machen uns direkt unsichtbar jetzt. Da vorne ist einer von denen. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Da vorne ist der andere. Die sehen mich beide nicht. Oh, oh. Der hittet aber die ganze Zeit. Ich glaube, der hat eine Vermutung. Aber... Ah, schnell den Block placen und schnell einen Doppelsprung machen. Da vorne ist deren Base. Es ist keiner hinter mir. Okay, das ist so perfekt. Das ist so ein Free-Win. Außer, die haben jetzt auf einmal... oh, die haben eine Mining-Fatigue-Track, glaube ich. Ich baue mich mal ganz kurz nur hier an. Die sind beide suicided? Ich bin tot. Nein, es dauert viel zu lange. Komm schon, komm schon, komm schon. Die haben Obsidian. Was für Sweats sind das denn bitte? Die haben einfach mit Obsidian eingebaut. Ich glaube es nicht. Oh, oh. Aber wir haben halt Hard Protection. Das heißt, ich krieg sogar beide gekillt und ich haue direkt wieder ab. Okay, das wird jetzt richtig schwierig. Dann müssen wir doch noch ein bisschen farmen. Okay, Pickaxe wird ganz schnell geupgradet und ich habe 10 Dias. Das heißt, wir können uns direkt Maniac Miner 2 holen. Kaufen wir auch noch ein Dia-Schwert dazu. Ah, die sind beide hier. Und haben eine Enderperle. Ich habe auch eine Enderperle. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in eurer Base wieder. Oh, und der eine ist direkt suicided. Suiciden die beide. Wenn nur einer suicided, ist easy. Der andere rennt mir halt noch hinterher. Aber vielleicht könnte das was werden. Mal gucken. Ich komme mir mal ganz kurz noch den Speedtrank. Der Typ ist noch da hinten. Ich habe keinen Doppelsprung ready. Nein. Oh mein Gott. Ich dachte, mein Doppelsprung wäre eher wieder ready. Das haben wir ein bisschen verkackt. Aber ist kein Ding. War die erste Runde. Jetzt wird rasiert. Ging mir eben ein bisschen zu schnell vorbei. Ich hoffe, das hier wird eine längere Runde. Kann man die direkt rüber? Safe nicht, oder? Oh mein Gott. So, wir hoffen mal, die hier wird ein bisschen länger, damit ich mir OP-Stuff gönnen kann. Und mein Doppelsprung ist gleich wieder ready. Und zack. Moin. Ich hoffe, mein Mate hat auch das Doppelsprung-Kit, damit er... Der ist nicht bei mir. Schade. Dafür können wir direkt zu zweit killen. Machen wir das Ganze nochmal. Moin. Der... Oh nein. Das ging nicht. Der Arme. Hey, was geht ab? Ciao. Das überlebt er aber safe. Oh, der hat sogar mehr oder weniger gesaved mit seinem Doppelsprung. Ich habe aber auch wieder einen. Dann gehen wir hier hin. Und ich habe verkackt. Ich muss erst den Typen killen.
Komm, auf Wiedersehen. Dann Schere, Axt, Bett ist weg. Gegner killen wir dann auch mal ganz kurz. Und dann switchen wir direkt das Kit. So, jetzt können wir auch die Portable Chest nutzen. Die ist eigentlich ultra OP. Ich kann es einfach überall alle Spawner abfahren. Wenn ich sterbe, ist es ja komplett egal. Ich kann den Stuff einfach schnell saven. Hat die einen Cooldown? Ich glaube, ich kann die durchgehend öffnen, oder? Ah ne, ich glaube, die hat einen Cooldown. Jetzt gerade kann ich sie irgendwie nicht mehr öffnen. Würde halt interessieren, was der Cooldown ist, damit ich weiß, wann ich die gleich wieder öffnen kann. Aber wir gucken mal. Da steht bestimmt bei dem Kit dabei. Und wir dürfen nur unser Bett nicht verlieren. Ich pack jetzt direkt. Ich kann die immer noch nicht öffnen. Ich glaube, ich baue jetzt einfach die allernervigste Bed Defense. Dafür werden mich alle hassen. Aber ich habe keine Verwendung für die Emeralds. Was soll ich damit? Ich glaube, wir brauchen eine riesige Obsidian-Schicht. Ich meine, 16 Emeralds, was kann man sich davon wohl Gutes kaufen? So, wie wäre es mit 16 Obsidian? Wir gucken mal, was wir damit anstellen können. Zack, zack, zack. Erste Obsidian-Schicht ist fertig. Dann machen wir direkt eine zweite. Aber da habe ich noch nicht genug Obsidian für. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Gucken wir uns mal wieder ein paar Emeralds. 10 Stück. Mein Mate denkt sich auch so, Junge, was machst du da? Nein, baut erst ab. Nee, ich dachte schon. Okay, wir haben nochmal 8 Obsidian. Ich habe Angst, dass ich irgendwie was falsch place. Also wir müssen so machen. Da eins, da eins, da eins, da eins. Und hier zwei. Und jetzt fehlen nur noch 2 Obsidian. Dann haben wir den... Oh, lol! Das ist ja ein Gegner! Wie ist er hier hingekommen, bitte? Ich habe keinen guten Stuff. Mate! Teammate, bitte! Egal, wir haben eine gute Bed-Defense. Nie im Leben kriegen wir das abgebaut, oder? Der hat eine Dia-Pickaxe schon. Mein Bett ist weg! Weil noch 2 Obsidian gefehlt haben. Nein! Das war Karma. Gut, habe ich das gerade verdient, dass mein Bett so abgebaut wurde? Zu 100%. Aber wird mich das davon abhalten, das Ganze jetzt nochmal zu versuchen? Auf keinen Fall. Oh, das wird schon mal ganz knapp hier mit unserem Bett. Oh boy. Egal, mein Mate hat deren Bett jetzt bekommen. Ich bin unterwegs, mein Freund. Hilfe ist unterwegs. Moin. Und der erste ist down. Der zweite scheint die AFK zu sein, der gute Steve Boy. Zack, da können wir ja direkt das Kit wechseln. Dann würde ich sagen, campen wir ein bisschen in der Mitte. Ich hoffe, mein Teammate... Oh nein, da sammelt auch jemand Emeralds. Ich habe nur ein Holzschwert. Aber zu zweit müssen wir den ja eigentlich trotzdem irgendwie bekommen. Jawohl. Mein Teammate, sammelt das nicht auf. Ich habe das Kit. Oh mein Gott, Bro. Das Double Jump Kit, der checkt es nicht. Ich habe ihm sogar die Ender Chest in meiner Hand gezeigt extra. Und unser Bett wurde abgebaut. Ja, gut, dass du mit mir in der Mitte warst, oder? Mein Teammate hat sich gerade selber gekillt. Nice. Es ist so schade, dass es diesen Modus nicht im Solo gibt. Da könnte ich viel mehr mit anfangen. Was soll ich jetzt mit meinen 8 Emeralds machen, Mann? Die Runde gerade habe ich natürlich noch gewonnen. Und ich bin nicht irgendwie ganz peinlich gestorben oder sonst was. Auf keinen Fall. Oh mein Gott, Paluten. Insane. Ich habe ein bisschen Angst, denn wir haben gerade Freitag, den 29.04. 13.54 Uhr. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann switcht dieser Modus jeden Freitag um 14 Uhr. Aber die haben mich erkannt sogar. Er meinte, Ryan, nice. Cooler Typ. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst, dass der Modus gleich wirklich switcht. Ich hoffe, ich liege falsch und das ist nicht so. Weil wenn es so ist, dann ist es hier unser letzter Versuch jetzt. Von meinem Paluten-Mate hier ist auf jeden Fall ganz gut. Denn ich muss sagen, ich habe schon mehrere Tries jetzt hier gemacht und auch viele nicht mit reingeschnitten. Weil oft stirbt man bei dem Modus hier einfach. Denn es ist halt wirklich so, viele haben das Doppelsprung-Kit oder das Swordsman-Kit, was er hier hat, womit man sich so nach vorne portet ein bisschen. Und da wird man halt ultra schnell gerusht. Dann kommt das eine Team, dann kommt das andere direkt auch von der Seite und dann ist man halt gefühlt, wie habe ich den gekillt? Auf jeden Fall gehen die Runden dann richtig schnell und selbst wenn man seinen Nachbar gekillt bekommt, kann es sein, dass dann irgendwelche anderen Leute zu einem rüberkommen und einen angreifen. Deswegen ist es so ein bisschen kritisch hier. Ich meine, ich komme ja gerade nicht mehr entspannt. Ich kann keinen Doppelsprung machen. Ich glaube, ich habe kein Kit ausgewählt. Nein, wenn wir jetzt verlieren. Mate, 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 du schaffst das, du schaffst das. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh mein Gott, okay, der ist down, aber ich kriege ihn. Und schon, der ist One-Hit. Und tschüss. Habe ich kein Kit ausgewählt? Das geht? Gib mir das Känguru-Kit, komm. Ah, ich habe Swordsman ausgewählt aus Versehen. Lol. Teammate, let's go, wir machen das jetzt. Zack. Oh, er hat überlebt sogar. Er baut das Bett ab. Dann kill ich den Typen jetzt hier ganz schnell. Oder mein Mate kann von mir so gerne Last jetzt machen. Komm schon, du schaffst das. Okay, ich kill ihn. Zack. Aber da, jetzt kommt nämlich schon Team Grau. Wir haben Team Weiß gekillt, aber Team Grau wird jetzt gleich zu uns rüberkommen. Und das ist halt richtig kritisch. Ich glaube, mein Mate hat gerade Team Grau gekillt. Wir wechseln das Kit. Alles, was ich will, ist eine doppelte Obsidian-Schicht. Das kann doch nicht sein. Let's go. Das hier ist halt eine nervige Map dafür, weil man muss sich zu allen Emeralds nochmal hinbauen. Seht ihr, was ich meine? Es lebt auch schon nur noch ein anderes Team. Und zwar Team Gelb. Ich hoffe, mein Mate ist nicht zu gut und killt jetzt direkt. Das sind uns sogar unsere Nachbarn. Okay, ich habe nicht genug Blöcke, um zurückzukommen. Wir nehmen jetzt noch die hier. Dann packen wir den Ender Chest. Hallo? Ich kann meine Ender Chest irgendwie nicht mehr öffnen. Ich konnte die nur einmal öffnen. Ist das Kit verbuggt oder so? Ich konnte die ein einziges Mal öffnen, als wir das Kit das erste Mal benutzt haben vorhin. Und jetzt kriege ich die einfach nicht mehr auf. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Weißt du, wenn ich auf einen anderen Hotkey... Nee. Ah, weil ich die auf den Boden placen muss. Ich bin so dumm. Oh mein Gott. Okay, weg mit dem Stuff. Boah, die sind auch nochmal... Oh mein Gott, die hat nicht mal einen Cooldown. Ich habe es einfach verkackt die ganze Zeit. Okay, jetzt werden wir nämlich suiciden und dann Obsidian kaufen. Und let's go! 16 Obsidian! Oh, da vorne ist aber schon ein Gegner. Ich baue einfach ganz schnell ein. Zack, zack, bevor der hier rüberkommt und mein Bett da bauen kann. Jetzt weiß er aber auf jeden Fall auch, dass ich Obsidian habe. Das gefällt mir nicht. Chill, chill, chill. Obsidian saven. Und 2 Emeralds saven. Okay. Perfekt, dass wir da nicht so schnell abgebaut bekommen. Nein, mein Mate hat deren Bett abgebaut. Ich will nicht gewinnen. Es ist, oh mein Gott, es ist 13.59, wenn der Modus gleich weg ist. Es fehlt noch ein bisschen was für die doppelte Obsidian-Schicht. Einer von denen ist bei uns auf dem Dach.
Den ignoriere ich jetzt erstmal ganz kurz. Wow, alles klar da oben. Ich will dich nicht killen. Und der springt runter. Ich wollte gerade sagen, wenn du mich nicht angreifst, greife ich dich auch nicht an. Mann, okay. Jetzt muss ich dich leider töten. Oh, wait, ich kann den gar nicht killen. Der hält Ultraflaus und ich habe nur ein Holzschwert. Aber ich meine, was will er jetzt hier machen? Okay, jetzt rennt er weg. Das ist gut. Dann holen wir uns nochmal ganz kurz ein paar Emeralds. Jetzt renne ich durch, mein Mate. Oh, der ist durch den Emerald-Spawner gerannt. In 3 Sekunden spawnen aber neu. Ich warte hier kurz. Und zack. Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorhin waren. Und zwar fehlen mir jetzt noch. Ich glaube, ich muss noch einmal Obsidian kaufen, ja. Oder? Mir fehlen hier 1, 2, 3, 4. Ne, mir fehlen sogar mehr, oder? Jetzt fragt ihr mich, ob ich Ryan bin. Komm, yo, bis morgen im Video. Oh mein Gott. Okay, jetzt. Zack, zack. Nein! Bro, bitte, bitte, bitte. Ich habe gerade mein Obsidian! Ich fange gleich an zu weinen. Warum habe ich geantwortet im Chat? Mein Bett ist weg. Nein, komm schon. Ich bin so tot jetzt. Oh boy. Nein. Bitte sag mir, der Modus ist noch da. Er ist noch da. Habe ich ernsthaft wieder den gleichen Teammate? Egal, das ist nicht schlecht, weil mein Teammate gerade war ganz gut. Oh, der will Gorbridge sehen. Okay, ich zeig dir gleich Gorbridge, okay? Ich gehe gerade mit einer anderen Maus. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir testen gleich mal. Ich bin ja momentan nicht mit der Kane unterwegs. Aber, moin und tschüss. Okay, ich zeig dir jetzt Gorbridge, mein Freund. Ah, ich habe aus dem Doppelsprung gemacht. Hol mir zu, bitte. Komm her, Junge. Ich will dir Gorbridge zeigen. Ich hoffe, ich blamier mich nicht. Oh, shit. Okay, let's go. kein Kommentar. Er steht da immer noch. Er ist richtig enttäuscht bestimmt, dass ich... Okay, ich versuch's nochmal. Ich werde safe nochmal verkacken. Und let's go. Oh, zeigt er mir jetzt sein Gorbridge? Let's go. Oh, nice. War so wie meins. Egal, wir haben das Kit schon gewechselt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt hierhin gebaut habe, weil die Emeralds, die Dias will ich gar nicht. Ich brauche Emeralds. Egal. Ich hole schon mal wenigstens eine Trap und alles, damit hoffentlich unser Bett nicht abgebaut wird, während ich in der Mitte bin. Weiß nicht, ob ich genug Blöcke habe. Reicht ganz knapp. Okay, Versuch Nummer 10 Millionen. Let's go. Wir fangen diesmal mit der ersten Schicht an und dann baue ich wieder Wolle drüber, damit die Gegner das nicht wissen und sich noch keine Pickaxe holen. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Mein Teammate denkt wahrscheinlich auch jetzt, ich bin der größte Noob ever, weil ich mit Obsidian immer nur einbaue. Ich mache nichts anderes. Oh nein. Okay, ist der low, hat der noch, der hat kein Bett mehr. Aber der hat Dia-Boots und alles und ich brauche die Emeralds. Sind hier noch welche? Wenn hier noch welche sind, dann easy, die saven wir instant. Der ist halt direkt hinter mir. Komm, danke für den Push, Mate, weil hier sind hoffentlich auch noch Emeralds. Wenn ja, dann ist alle, zack, zack, Emeralds gesaved. Und jetzt habe ich hier, Team Aqua. Ich glaube, mein Team hat das gleiche Kit jetzt genommen, weil wir haben einfach schon Protection 3 auf einmal. Wir stacken uns so hoch jetzt. Er fragt, ob er Emeralds haben kann. Muss erst das Bett machen. Tut mir leid, keine Emeralds für dich. Boom, ich habe geschrieben, ich will was versuchen, als ob ich sowas richtig krasses vorhätte. Dabei will ich einfach nur so eine fette Obsidian-Schicht haben, mehr nicht. So, diesmal haben wir auch genug Obsidian. Zack. Zack, zack, zack. Let's go. Double Obsidian geschafft. Erschrecken. No. Wie viele Emeraldos. Ey, wir wollen nicht drüber reden, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Ich würde gerne noch eine dritte Schicht schaffen. Oh boy, ich habe Angst, das haben die da drunter alles. Oh oh, Gegner. Emeralds habe ich aber gerade schon gesaved, von daher ist eigentlich kein Ding, wenn ich sterbe. Der chased mich sogar richtig. Kill mich doch, was hast du davon? Versuche erst auch unser Bett abzubauen hier. Okay, neuer Plan. Ich will jetzt einfach gucken, dass wir OP werden. Noch eine Obsidian-Schicht ist langweilig. Wir holen uns Dia-Rüstung und erstmal Protection 4. Bin gleich gefühlt unsterblich. Ich bin hiernach einfach der nervigste Spiel überhaupt. So, wir haben Sharpness. Wir haben Protection voll. Maniac Miner holen wir uns einfach mal. Iron Forge. Oh, da ist schon wieder Team Aqua. Wie wär's, wenn du erstmal versuchst, unser Bett abzubauen? So, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, noch, weil mich kriegst du auch nicht gekillt. Vor jetzt erst recht nicht mehr. Die sollen sich mal ein bisschen gedulden. Ich will mir noch eben kurz alle Dia-Upgrades kaufen und dann killen wir die ja schon. Die müssen halt noch warten. Das sieht so dumm aus einfach. So, nochmal hier alles upgraden. Oh, unsere Trap wird getriggert. Oh nein. Wait, das könnte ehrlich... ich hoffe, mein Mate ist in der Base. Wir könnten ehrlich unser Bett verlieren. Was mache ich jetzt? Glaube ich, safe alles und Suicide noch. Das wird knapp. Das wird richtig knapp, glaube ich. Okay, mein Mate ist schon am Fighten. Perfekt. Good job, Teammate. Verscheuche ich ihn. Kaufen sie jetzt noch mal ein paar Upgrades. Ich hole uns noch eine Trap. Ich hole uns Dragon Buff. Trap triggert. Toll. Stimmt, jetzt kriegen wir auch Emeralds hier. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Durch Iron Forge. Oh, er versucht abzubauen. Nein, er hat's bekommen! Als ob! Ich dachte, mein Teammate fight mit ihm. Okay, my bad. Mein Teammate tut mir richtig leid. Wir hätten schon 10-mal gewinnen können. Aber ich muss hier alle Upgrades holen. Der will wahrscheinlich einfach nur eine Runde gewinnen. Aber naja, ich hole uns dafür noch, was kann ich noch kaufen? Ich habe alles, oder? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nur Traps habe ich halt noch nicht alle. Aber das bringt ja auch nichts. So, wir können 3 Traps haben. Wir haben 3. Wir haben alle Upgrades gekauft. Let's go. Wir können jetzt gewinnen. Oder halt verlieren. Mal sehen. Kit wird wieder gewechselt. Oh, die sind gerade beide nicht per sich in der Base. Und die sehen mich auch noch nicht. Da müssen wir ganz schnell hin. Ich habe eine Enderperle. Von der würde ich sagen, zack. Ich hoffe, die kommt gut an, aber sieht ganz gut aus. Bam, dann bauen wir hier alles ab. Ich habe mir alles Mögliche geholt hierfür. Die Axt haben wir auch mit am Start. Bett ist weg. Da ist mein Teammate. Warte mal, kann ich da... Oh, shit, einer hat einen Unsichtbarkeitstrank getrunken, aber den sieht man dann noch so ein bisschen. Ich habe ihn getroffen. Aber wo ist er jetzt? Oh, shit, da ist er. Oh, der hat auch Jumboos, glaube ich, drin. Die sind beide unsichtbar. Ach, du Kacke. Einen habe ich auf jeden Fall gehittet. Ich renne mal ganz kurz so ein bisschen weg. Und machen wir einen Doppelsprung. Goldapfel snacken. Ein paar Blöcke placen.
und dann auf den einen hier gehen. Wir haben beide auf jeden Fall sichtbar gemacht jetzt. Wir haben mal halt Ultra Protection durch die ganzen Upgrades. Das heißt, ich bin einigermaßen tanky und halte ganz gut was aus. Goldapfel wird nochmal gesnackt. Das ist aber ein bisschen... Ich brauche halt mein Teammate langsam hier. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich dachte, der kommt irgendwann dazu. So, mit der Zeit. Aber der chillt da vorne noch. Zack. Das ist der dümmste Fight überhaupt. Oh. Goldapfel snacken. Teammate, bitte. Ich brauche dich langsam hier. Das wäre ganz cool, wenn du vorbeikommen könntest. Wobei, okay, nevermind, einen habe ich. Dann müssen wir den anderen jetzt eigentlich auch bekommen. Zack, sein Jump Boost ist halt abgelaufen, jetzt hat er verkackt. GG. Das hat echt lange gedauert. Ich bin froh, dass das noch geklappt hat. Schau doch gerne hier vorbei, denn da habe ich das allererste Mal Ultimate Bad Wars gespielt. Da wusste ich noch gar nicht, was der Modus ist. Und wir haben das erste Mal die Kids getestet. War sehr, sehr lustig. Von daher klickt da gerne drauf. Ich bin jetzt erstmal raus. Ciao.